Man braucht ja auch nur die Publikationen mächtiger amerikanischer Thinktanks zu lesen, das ist ja nichts Verschwörung, das liegt ja alles da, dass das Interesse der USA ist, ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, schon seit ziemlich langer Zeit. Und dass das Einzige, was den USA in irgendeiner Form gefährlich werden könnte, wäre eine gute Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland und den Ländern drumherum. Das ist so. Und was ich so problematisch finde, dass man darüber nicht diskutieren darf. Es ist ja das gute Recht der USA, dieses Interesse zu formulieren. Außenpolitik ist immer eine Frage von Interessen. Das zu formulieren, das vor sich herzutragen, dafür von mir aus auch zu werben, das ist ja nicht der Punkt. Nur solchen Interessen dann humanitäre Deckmäntelchen umzuhängen, das ist der Punkt. Und dafür die wegzuziehen, dafür sind Journalisten. Ich glaube, ein großer Fehler bestand darin, dass man die zusammengekrachte Supermacht Sowjetunion einfach nicht mehr ernst genommen hat. Dass Russland war sowas wie Konkursmasse, ja. Und es war nicht nötig, darauf einzugehen. Ich glaube auch nicht, dass die Beziehungen zwischen Jelzin, Russland und dem Westen grundsätzlich besser waren. Nur mit Jelzin konnte man, ich sage das jetzt völlig ungeschützt, Jelzin konnte man besser manipulieren. Jelzin war jemand, der ein ganz anderes politisches Format hatte als der davor, auf jeden Fall, und auch der danach. Und was immer in Vergessenheit gerät und womit ich dann zu kämpfen habe, dass es dann heißt, ich sei ein Putin-Versteher, wobei in Klammern gesagt, ich kann immer noch nicht erkennen, was an dem Begriff Verstehen so furchtbar sein soll, ist, was in Vergessenheit gerät, ist, dass in der ersten Amtszeit Putins Signale Richtung Westen sozusagen im Wochen- oder Monatstakt gesendet wurden. Und es war oder es hätte eine Riesenchance sein können. Da hat man einen Präsidenten, der eine Zeit lang in der DDR gewesen ist, als was auch immer, der hervorragend Deutsch spricht, der das Interesse formuliert hat, sich Richtung Westen zu orientieren. Und zwar nicht mal einfach so aus Dafke, sondern der richtige innenpolitische Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Der Mann hat dafür gekämpft, dass sich Russland Richtung Westen orientiert. Und es kam nichts Substanzielles zurück. Normalerweise zitiere ich mich nicht selber, aber ich habe damals in diesen Zeiten immer einen Absatz in den Vorträgen gehabt, wo ich gesagt habe, wenn nicht jetzt mal langsam was Substanzielles an Reaktion aus dem Westen kommt, dass man das ernst nimmt, man muss ja nicht alles annehmen, aber man kann ja mal drüber verhandeln, dann wird Putin eines Tages mit diesen Signalen aufhören und sich anders orientieren. Und dann wird es heißen, siehste, dieser Putin, von dem war ja nichts anderes zu erwarten. Also da sind viele, viele Chancen schlicht verpennt worden. Und es hat ja auch seinen Grund, um nochmal auf Jelzin zu kommen, es hat ja auch seinen Grund, warum nachweislich, kann man ja alles, ich schreibe nur noch Bücher mit Anmerkungsapparat, ne, dass die Wiederwahl Jelzins normalerweise nicht hätte funktionieren, hätte nicht funktioniert, wenn es nicht mit Hilfe sehr vielen Geldes sozusagen PR-mäßig entsprechend untermauert wurde. Ja. An dieser Stelle muss ich für einen ganz kurzen Moment unterbrechen. Seit Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist, haben die Anzahl von unerwünschten Impfungen, Organspenden oder Behandlungen zugenommen. Und um dies eben zu verhindern, müssen Sie sich unbedingt eine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte zulegen. In dieser können Sie unerwünschten Behandlungen widersprechen und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen und diese Dokumente passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Wissen Sie, was darf ich noch eine Bemerkung machen? Also der Westen insgesamt, hat während der Jelzin-Zeit, wie ich finde, einen katastrophalen Fehler gemacht, der sich in der Entwicklung Russlands bemerkbar gemacht hat, negativ für Russland. Wenn Sie sich erinnern, jeder Jelzin-Kritiker damals aus Russland wurde im Westen per se als Reformfeind wahrgenommen. Ja, also wer gegen diesen wunderbaren, sympathischen Jelzin, der da Demokratisierung und Liberalisierung und bla bla bla. Jelzin war der Geburtshelfer der Oligarchen, aber das ist eine andere Geschichte. Jeder, der sich
gegen Jelzin geäußert hat und ihn loswerden wollte, weil die Menschen sich nach einer gewissen Ordnung oder Struktur gesehnt haben, was für uns ja mehr oder weniger selbstverständlich ist, der wurde im Westen als Reformfeind wahrgenommen, jemand, der zum Kommunismus zurückkehren wollte. Also das war sehr, sehr, sehr schwierig, die hätte man mal hochkommen lassen sollen und nicht gleich wegschubsen. Heute, unter Putin, sollten wir uns hüten, das heißt, wir haben den Fehler ja schon gemacht, genau den gleichen Fehler, nur mit umgekehrtem Vorzeichen zu machen. Jeder, der in Russland als Opposition ernst genommen werden will im Westen, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als gnadenlos auf Putin draufzuhauen. Wer den politischen Wettbewerb, den es ja auch in Russland gibt, in anderen Grenzen als bei uns, aber ihn gibt es ja, wer den sucht, der kommt bei uns nicht vor. Bei uns kommt nur Nawalny vor. Ne? Oder kennen Sie sonst noch irgendjemand mit Namen? Verstehen Sie also, dass man nicht alle, die auf Putin draufhauen, jetzt so tut, als wären das die weltoffenen, demokratischen Russland-Verbesserer. Das ist nicht so. Man muss genauer hingucken, wer was sagt und welche Interessen er damit verdirbt. Diesen Aussagen kann ich nur zustimmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre ganz persönlichen Dokumente und bis bald.